Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Fallout 4. Wir sind hier in der im Waffenlager des Trainingsgeländes der Nazi. Wir sind hier im Waffenlager der Wir sind hier im Waffenlager des Trainingsgeländes der Nationalgarde. So, jetzt aber. Und haben uns mal die Powerrüstung geklaut. Irgendwas schießt. Warte. Wachbot. Warum zur Hölle ist da ein Wachbot? Lauf! Wieso zur Hölle ist da ein Wachbot? Lass mich! Alter Verwalter, was hat denn das Ding für Probleme? Lass mich. Tja. Ich glaube, wir gehen gleich drauf. Auf den rechten Arm. Boah, das war ja voll daneben. Geh weg. Wo zur Hölle kommst du her, du Mistvieh? Ein Glück haben wir Raketen. Alter, so ein Mistvieh aber auch. Fusionskerne. Ja, sonst nicht wirklich viel. Bei dir alles klar? Okay. Gut, Satellitenstation. Wir machen mal die verschollene Patrouille an. Und ja, das müsste ja dann auf der Satellitenstation da drüben sein. Genau, da will ich hin. Da lang? Genau. Okay. Da hoch können wir noch, da waren wir noch nicht. Vielleicht können wir ja da noch die Grafikkarten so einsammeln von den Geschützen. Falls ihr denn überhaupt ein Geschütz war. Ja, hier. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ja. Mehr waren es nicht. Okay. So ein scheiß Wachroboter aber auch, ey. Meine Fresse. Damit habe ich nicht gerechnet. Da kommst du raus und wirst erschossen. So, wieder ein Notsignal. Aber das sind wahrscheinlich auch wieder dementsprechend viele Gegner. Oh, ich sehe schon da oben. Das Laserscharfschützengewehr. Hatten wir das nicht hier irgendwo? Das macht einen Schaden von 44. Oh, das macht 16. Das ist nicht wirklich viel. Das macht 48. Ja, okay, das klingt doch schon mal beides gut. 48, Feuerrate 3. Also 48, 3, 215. 48, 3, 215. Also macht das auf jeden Fall ein bisschen mehr. Kann man halt mehr schießen. Dann würde ich das mal gerne anstatt unseres Scharfschützengewehrs nehmen. Unser Scharfschützengewehr ist das da. So, mal gucken. Bam. Werden wir verfolgt? Oh fuck. Das war nicht so schlau. Ja, nicht mehr ganz so viel Leben.
So, hier, bitte. Knapp. Daneben ist auch vorbei. Ich möchte ihn nochmal so anmerken. So, 6 war's. Boah, ich treffe den fast nicht. Ich muss die Dosis verringern. Krass, die kämpfen auch gegen ein Luftschiff. Welche Dosis? Nimm die Drogen? Ich glaube wirklich, dass da noch Leute von denen sind. Deswegen sind die auch hier. Deswegen speichere ich lieber mal. Und was hast du so noch so? Oh, das Auto geht gleich hoch. Schön. Die haben das Ding runtergeholt. Aua. Ich weiß nicht wohin. Aus der Nähe hast du keine Chance. Oh, wir haben Level Up. Tada! Level Up. Was wollten wir denn nehmen? Intelligenz haben wir gesagt, gehen wir noch eins höher, oder? Wir wollten. Maschinen dienen Menschen, zumindest dir. Wenn du einen Roboter hackst, erhältst du die Chance, ihn ein- oder auszuschalten, beziehungsweise eine Selbstzerstörung einzuleiten. Genau, Nuklearphysiker wollten wir. Das heißt, wir brauchen noch ein paar in Intelligenz. Wow. Oh, ich will nochmal probieren, ob das klappt hier. Wehgetan. Schießt da wer auf uns? Da ist ein Supermutantenbiest noch. Falscher Knopf. Auf ihn! Hörst du das? Es macht aber auch nicht so viel Schaden, wie ich erhofft habe. Auch wenn es stärker ist. Oha. Oh, wir sind gleich tot. Also, das war ja leicht. Ah. So, was das jetzt? Drüben ist noch einer. Gefunden. Hab dich. Oh, noch nicht ganz. Mhm. So, jetzt war's das aber hoffentlich. Ich möchte mich nämlich jetzt auch mal umgucken, wenn das denn recht wäre. Wir gehen erstmal. Aber wir sind ganz knapp dran. Das heißt, wir gehen erstmal hier hoch. Oder nicht da drüben. Wir fangen von hier an. Okay. Da kommt man schon mal nicht hoch. Pam. Der nächste Turm wäre der hier. Sag mal, kann ich das irgendwie looten? Nein. Da unten aber vielleicht. Moment. Bin mal gespannt, ob man da überhaupt was looten kann.
Das ist ein dickes, fettes Flugzeug. In dem dicken, fetten Flugzeug ist nichts drin. Ich habe so das Gefühl, das war eine blöde Idee. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Ducken und springen hilft immer. Irgendwie. Dann kommt man in den meisten Spielen wieder raus. Wer es noch nicht wusste, weiß es jetzt. Und wer es schon wusste, gut, dass du es weißt. Alter Verwalter. Scheiße, mein Bein. Was hast du denn jetzt angestellt? Ui. Powerrüstung. Kronkorkenpatrone, Kampfgewehr mit Visier. Supermutantenbeinrüstung. Will doch keiner haben. Okay, wir waren hier, wir waren da. Jetzt kommt da noch. Und dann gehen wir in die Mitte. Kronkorkenfusionszelle. Patrone, Lasergewehr, noch so, brauche ich ja nicht angucken. Das da. Ich hoffe, wir sterben nicht an Radioactivity. Oh, was haben wir da? Nix. Und wie man sieht, sieht man nix. So, was hast du dabei? Nichts Gutes. US-Handbuch für verdeckte Einsätze, FH-509. Ja! Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Sehr gut. Wirklich? Was hat die gesagt? Ich hab's nicht gehört. Wie schön. Fusionskerne, 4 Stück. Falls du weißt, was sie gerade gesagt hat, sag's mir mal bitte in den Kommentaren. Und was hängt da? Eigentlich ist er hier schön, ne? Sowas bereitet mir keine Sorgen. Bei Spinnen sieht es ganz anders aus. Du magst also keine Spinnen? Und ich mag niemanden, der spinnt. Haha. Der war schlecht, ich weiß. So, Kronkorken-Fusionszelle. Nochmal ein Patronen-Impro-Gewehr. Diese letzten Gefechte bringen nie etwas. Ganz und gar nicht mein Ding. So, Notrufsender. Entschuldigung. Da haben wir Patronen. Da haben wir Stimpaks. Yes, können wir mal gut gebrauchen. Gelehrter Ferris Holoband, Holomarke und Rüstung des Einsatzgelehrten. Hör dir den sein Mist an. Okay. Gelehrter Ferris Holoband. Oh, hier spricht Ferris. Es ist 2 Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Brandis, wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlin geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zum Bunker im Norden. Oh, du wirst das überleben. Das ist alles. Oh, oh, alles, was zählt. Okay. Ah, Zugangscode für den Bunker. Supermutanten Harnisch. Raketen. Ich fasse nichts an. Ich weiß nicht mal, was das Zeug macht. Ja, nichts Gutes. Zu welchem Bunker müssen wir denn da? Ach, diesen Bunker. Aufklärungsbunker Täter. Aufklärungsbunker Deda. Achso, ja, sorry. Wusste ich nicht, dass ich noch springe. Ich dachte, ich stehe. Dann gucken wir da mal rein. Ein Glück waren wir da schon. Das ist halt das Schöne, wenn man irgendwie in der Welt rumreist und holt sich die Punkte, kann man halt irgendwann einfach wieder hingehen. Und ich glaube, da drin erwartet uns keine Gegner eigentlich, weil das ist ein Bunker, der zu ist.
Okay, er ist zu. Ja. Er ist zu und wenn da jemand drin war und hat nichts zu essen, ist er trotzdem tot und dann haben wir trotzdem Probleme. Okay, ja. Aber ich denke, von außerhalb sollte nichts drin sein. Keine Bewegung. Keinen Schritt weiter. Sonst blase ich dir den Schädel weg. Wer seid ihr? Wer schickt euch? Wie seid ihr hier reingekommen? Ich bin zum Reden hier. Beruhige dich. Ich will nur mit dir reden. Reden? Warum? Wer schickt euch? Was wollt ihr hier? Brandis? Du bist Paladin Brandis? Ich habe dir eine Frage gestellt. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Hier wegen den Notsignalen. Ich folgte den Notsignalen, die dein Team zurückgelassen hat. Ihre Holobänder haben mich hierher geführt. Die anderen? Was ist mit ihnen geschehen? Ich gebe ihm die Holomarken. Sie sind tot, Paladin. Ich habe ihre Erkennungsmarken mitgenommen. Das hast du? Danke. Das bedeutet mir viel. Ich wollte zu ihnen zurückkehren, musst du wissen. Ich konnte nichts tun, nicht allein. Aber ich hatte gehofft. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu finden. Ich sollte dir etwas geben. Ich habe über die Jahre viel gesammelt. Technologie, Krimskrams. Wenn du was haben willst, nimm es. Ich helfe gern. Schön, dass ich helfen konnte. Das weiß ich zu schätzen. Danke. Und jetzt ist die fertig, die Quest? Oder kommt da noch was? Ich nehme ein Telefon, mit X nehme ich noch. Ups. Entschuldigung, bin drüber gelaufen. Ich klau dir mal deinen Strom, wenn's okay ist. Ich glaube aber, wenn ich gleich mit dem rede, hat er noch einen Auftrag für mich. So, was haben wir da? Patronen, Kronkorken. Impro-Repetiergewehr. Kampfrüstung. Mit Taschen. Stählerne Bruderschaft, Erkundungsteam 429 Alpha, letzter Bericht. Unsere Mission ist gescheitert. 6 Stunden nach Beginn geriet meine Kompanie in einen Hinterhalt. Wir haben 5 Ritter verloren und die Reserven unserer Power-Rüstung sind erschöpft. Wir haben die Rüstungen zerstört, um Plünderungen zu vermeiden. Dann zogen wir uns unter Beschuss zurück und gaben unsere Vorräte auf. Ich wurde innerhalb einer Woche von den 2 verbleibenden Mitgliedern meines Teams getrennt. Beide sind vermisst. Status unbekannt. Ich hatte gehofft, sie an unserem Bunker zu treffen und mit ihnen aus dem Commonwealth fliehen zu können. Aber bisher ist niemand gekommen. Niemand ist gekommen. Das ist natürlich scheiße. Nimm dir, was du brauchst. Lass mich einfach in Ruhe. Okay. Na gut. Kann ich dir die Tür wieder zumachen? Nee. Gut, das war die Quest hier rum. Als nächstes hätte ich gesagt, wir gehen mal hier in das Teffington-Bootshaus. Jo, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist eine gute Idee. Man muss einfach nur immer davon überzeugt sein, man macht das Richtige. Und dann geht es schon. Ne, ist ja auch das Richtige. Die brauchen das, da muss man das Monsternest zerstören, dass die Leute wieder in Ruhe leben können. Aber dafür muss man ja natürlich auch erstmal hinkommen. Ach, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Lasst mich bloß in Ruhe. Ihr könnt euch selber gegen die Todeskralle durchsetzen. Da muss ich nicht mit. Muss ich nicht mitmachen. Sind wir dann schon da? Fast. Müssen wir über die Straße drüber.
habe die ganze Zeit das Gefühl, da läuft was. Ah, schau mal hier. Du wirst doch ein Mädchen nicht wehtun, oder? Ich schwöre, da war was. Da ist auch irgendwas. Och, nicht Supermutanten. Och, bitte nicht. Nicht schon wieder. Komm mit und lass es. Komm, Kate. Gut, 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 gut. In der nächsten Folge begeben wir uns zu diesem Bootshaus und machen das alles platt, was wir da platt machen müssen. Ja, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, der hat Spaß gemacht. Lass mir doch bitte ein Like und einen Kommentar und bis zur nächsten Folge. Tschüss.